Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Sergei Sirotkin ist seit dieser Saison wieder Tester und Reservefahrer bei den Franzosen und diesen Posten besetzt er ab sofort auch bei McLaren. Priorität liegt aber bei dem Werksteam aus Frankreich, falls einer der beiden Stammfahrer nicht fahren kann. Neben diesen Tätigkeiten in der Formel 1 wird der Russe in der kommenden WEC-Saison wieder in der LMP1 für SMP Racing an den Start gehen. Der Schriftzug Mission Winnow bei Ferrari und bei Ducati in der MotoGP könnte bald der Vergangenheit angehören, da es bereits mehrfach zu Kontroversen geführt habe. In Australien, Kanada und jetzt auch in Frankreich fährt das italienische Traditionsteam mit 90 Jahre Logos. Das liegt daran, dass in Kanada und in Frankreich strenge Werberegularien gelten. In Australien wurde eine Untersuchung eingeleitet. Ducati ist bereits in Le Mans ohne diesen Schriftzug gefahren. Der Konzern denkt darüber nach, das restliche Jahr ohne diese Logos zu fahren. Hintergrund seien die steigenden externen Prüfungen von Kampagnen wie Mission Winnow. Ducati wird ab dem nächsten Rennen in Aston ohne diesen Schriftzug fahren. Der Name Mission Winnow Scuderia Ferrari wurde ja bereits wieder geändert und keiner der beiden Teams wollte einen Kommentar zu dem Thema abgeben, da sie grundsätzlich keine Gerüchte oder Spekulationen kommentieren wollen. Die FIA hat vorhin bekannt gegeben, dass der Ferrari-Einspruch abgeschmettert wurde. Jegliche Form von neuen Beweisen sind abgewiesen worden und es ist damit offiziell. Diese 7 einzelnen Punkte kamen zur Sprache. Nur die Punkte 1, 2 und 5 bis 7 waren vor dem Ende des Kanada Grand Prix verfügbar gewesen. In Stewart sei Punkt 3 und Punkt 4 zwar neu, aber nicht relevant und nicht von Belangen. Außerdem sei Punkt 3 eine persönliche Einschätzung einer dritten Partei, während Punkt 4 Bilder enthält, die auch in anderen Aufnahmen enthalten seien. Kommen wir zu Mikes Meinung. Tja, was soll ich sagen? Die Stewards haben ihre Entscheidung gefällt, zu Mission Winnow kann ich nicht wirklich viel sagen, aber ich freue mich über Sirotkins Doppeltestfahrerrolle. Kommen wir zum Community-Kommentar. Veltix hat folgenden Kommentar unter dem McLaren-Norris-Video geschrieben. Hey Mike, was hältst du davon, dass der Indian Grand Prix 2021 eventuell zurückkehrt? Feier deine Videos weiter so. Dankeschön für das Kompliment, aber ich habe eine Frage, Veltix. Woher hast du diese Info? Habe bei Google recherchiert und nichts gefunden. Wenn du einen Link hast, schreib ihn bitte unten in die Kommentare. Was hält Mike von einer möglichen Indien-Rückkehr? Viel, denn ich mag die Strecke. Also wenn der Streckeninhaber das nötige Kleingeld hat, um die Formel 1 wieder nach Indien zu holen, meinen Segen haben sie. Mir ist es eigentlich auch egal, ob es 2021 oder 2022 wird. Hauptsache, sie fahren wieder dort. Hoffentlich hält Herr Liberty Media das auch für eine gute Idee. Aber was haltet ihr denn von einer möglichen Indien-Rückkehr? Stimmt mal oben rechts in der Infokarte ab und ich werde das Ergebnis in ein paar Tagen in der Community-Funktion posten, was ich von nun an immer machen werde. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.